whisky.de. Treffpunkt feiner Geister. Herzlich willkommen bei whisky.de, dem Treffpunkt feiner Geister. Und heute befinde ich mich in der Penderin Distillery. Nein, falsch, es spricht sich anders aus. Penderin Distillery. Und hier im, ja, nicht ganz in der Distillery, auch wieder nicht richtig, nein, in einem nicht weit entfernten Lagerhaus der Brennerei, von denen sie zwei hat. Und hier haben wir nun einen First Fill Ex-Bourbon Cask, Jahrgang 2005. Und ja, es ist in Fassstärke und ich werde hier mal ein bisschen dran riechen. Und jetzt müssen wir mal schauen, wie man mit diesem Gerät umgeht. Und da ist jetzt viel drin, man muss aufpassen. Okay. May I leave it that way? Okay. Penderin normalerweise füllt ohne Altersangabe ab. Auch hier würde ein Whisky, der aus diesem Fass abgefüllt würde, vielleicht mit einem Jahrgang versehen, in diesem Fall 2005 und nicht mit einem Alter. Penderin Whisky ist immer nicht kühlgefiltert und nicht gefärbt. In diesem Fall die Fassstärke ungefähr 59 Volumenprozente. Und Penderin zeigt sich durch eine extreme Fruchtigkeit aus, die der speziellen Brennweise auf der Destillationskolonne geschuldet ist. Denn hier haben wir es mit einer Potstill, mit einem aufgesetzten Rectifier zu tun und nochmal einer zweiten abgesetzten Säule mit zusammen 23 Böden, sodass der Alkohol dort mit einem sehr hohen Alkoholgehalt von 90 Volumenprozenten rauskommt. Und das führt zu einem sehr weichen Alkohol. Und man passt auf, dass dieser Whisky auch extrem fruchtig schon im Rohbrand ist. Und diese Fruchtigkeit verbindet sich jetzt mit diesem First Fill Ex-Bourbon Cask. Extrem fruchtig dazu. Vanille und Karamell vom Ex-Bourbon Fass. Und leider ist es hier ein wenig kalt. Und draußen steht auch noch mein Auto. Und deswegen kann ich leider jetzt hier nicht probieren. Aber herzlichen Dank fürs Zuschauen. Und ja, wir hoffen, dass wir in den nächsten Jahren auch mal solche Jahrgangsabfüllungen von Penderin sehen werden. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.